Was tun, wenn unsere letzte Hoffnung stirbt? Das musst du herausfinden. Schon lange vor dir gab es jemanden, der versuchte, den Bestien, die uns schon seit Generationen heimsuchen, ein Ende zu setzen. Ihr Ende lag nahe. Oder so glaubten wir. Denn wir sahen, wie ein Drache in den Himmel aufstieg und vor Schmerzen schrie. Aber unser Held kehrte nie nach Hause zurück. Uns blieben nur der Sturm, die Bestien, eine unerschütterliche Furcht, dass ein schauriger Wandel vollzogen war. Deine Reise wird nicht leicht. Der Turm des Drachen wird von einem Sturm umgeben. Der Drache mag tot sein, aber ich befürchte, dass aus seiner Asche eine neue Bestie erwacht ist. Du wirst um jeden Schritt kämpfen. Du musst den Turm erreichen und herausfinden, was mit unserem Krieger geschehen ist. Stelle dich dem, was darin lauert. Wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, wird eine neue geboren. Bis zu unserem letzten Atemzug. Thank you.
Alles gut! Wir bekommen Besuch! Los! Oh, du bist ja wach. Hallo. Boah, mach langsam. Dich hat es schlimm erwischt. Du willst doch nicht wieder zu bluten anfangen, oder? Ich bin Wallace. Ich wollte nach dir sehen. Ich habe auch den Commander gefragt, ob ich's darf. Commander Ford und Mr. Wiggler haben dich draußen gefunden. Sie haben dich reingeschleppt. Und sie sagten, dass Mark nicht zurückkommen wird. Also er war, ach egal. Der Commander hat gesagt, du sollst bei ihr vorbeikommen, wenn du aufwachst. Sie ist im Zimmer am Ende vom Gang. Sie findet dir schon ein Plätzchen, keine Angst. Bis später. Sieh mal einer an. Sie sind wach. Sie haben vor unseren Toren gut gekämpft. Ich bin Commander Ford. Das ist meine Basis und Sie sind ein unerwarteter Gast. Es ist meine Aufgabe zu wissen, welche Sorte Mensch ich hier aufnehme. Wir haben seit Wochen keine Lebenden am Ufer gesehen. Sie sagen mir jetzt, warum Sie wirklich da draußen waren. Oder wir überlassen sie der Saat. Es ist lange her, dass jemand den Turm betreten hat. Aber sie werden keine Möglichkeit haben, dorthin zu gelangen. In Wahrheit ist die Station von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem wir sie hereingebracht haben, mussten wir die Tore verbarrikadieren. Die Saat ist überall. Aber jetzt, da Sie hier sind, habe ich eine Idee. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie wollen hier raus? Dann erledigen Sie etwas für uns. Zuallererst brauchen wir Strom. Unser Reaktor wurde durch den Sturm deaktiviert. Mit genügend Strom können wir vielleicht einen anderen Weg nach draußen finden. Der Reaktor befindet sich auf der unteren Ebene. Es führt eine Treppe hinunter. Bringen Sie ihn zum Laufen und kommen Sie dann hierher zurück. Nichts hier ist leicht. Seien Sie vorsichtig. Wir haben dort unten vor einigen Tagen jemanden verloren. Ich vermute, die Saat hat einen Weg hineingefunden. Gehen Sie wegen Ihrer Klinge zu Riggs. Ihre Fäuste werden gegen die Saat nicht ausreichen. Wenn Sie uns diesen Gefallen tun, helfe ich Ihnen hier raus. Hey, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Oh, willkommen in Station 13. Ich habe mein Bestes getan, dich zu verarzten.
Du scheinst so einiges auszuhalten. Ich bin Riggler, aber die meisten nennen mich Riggs. Also dein Schwert hat im Kampf viel abbekommen. Konnte leider nicht viel reparieren. Die Klinge war zerschmettert, als wir dich fanden. Das ist jetzt leider nur noch Altmetall. Ace meinte, sie hat ein paar Waffen in der Stadt gefunden. Vielleicht kann sie dir helfen. Oh, sie ist anscheinend unten im Keller, um den Reaktor zu überprüfen. Viel Glück dort unten. Alle sind nervös wegen dem fehlenden Strom. Und natürlich der Saat da draußen. Hast du dich verlaufen? Hast du dich verlaufen? Ich glaube nicht, dass Les zurückkommt. Er ist schon seit Tagen weg. Oh, mir ist so langweilig. Der arme Wallace. Mag auf diese Art und Weise zu verlieren. Hey, ich behalte dich im Auge. Teste mich nicht. Ford hält uns im Dunkeln, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Da hast du dir aber nicht die beste Zeit für einen Aufenthalt in der Station ausgesucht. Hey du, der Reaktor ist durch diese Tür und dann die Treppe runter. Verlier nicht den Kopf. Verdammt nochmal, kommst du denn her? Ich hatte wegen dir fast einen Herzinfarkt. Hier unten läuft sonst niemand rum. Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Ich heiße Ace. Ace Cotterell. Und du? Tatsächlich? Nun, du hast ihn gefunden. Aber das alte Teil könnte uns Ärger machen. Hast du jemals einen Reaktor gestartet? Naja, es wird hier erstmal ganz schön laut werden. Aber du hast Glück. Man muss einfach nur einen Knopf am Terminal drücken. Es liegt über uns. Ich hätte mich ja selbst drum gekümmert, aber ich weiß nicht, was sich hier herumtreibt. Zu zweit haben wir vielleicht eine Chance. Also, ich hätte da eine Idee. Du gehst hoch und startest den Reaktor und ich helfe dir, die Monster loszuwerden. Du brauchst sicher eine Waffe, oder? Mal sehen, was ich für dich hab.
Das sollte unsere Chancen verbessern. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. Hey, startest du den Reaktor jetzt oder nicht? Geh hoch und aktiviere den Reaktor. So, das sollte genügen. Du hast gut gekämpft. Wirklich. Ford hat richtig entschieden, dich runterzuschicken. Du solltest dich beim Commander melden. Komm ich mal in meinem Laden besuchen, klar? Du bekommst dann auch den Kann-gut-kämpfen-Rabatt. Zum Glück funktioniert das Licht wieder. Du riskierst sogar für Fremde ganz schön was. Ah ja, du willst auf diese kleine Insel, richtig?
Da es nicht viele davon gibt, machen Neuigkeiten hier schnell die Runde. Hey, hör zu. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich will helfen. Ehrlich. Du strahlst deine Aura des Schicksals aus. Du willst die Welt retten, nicht wahr? Das ist die richtige Einstellung. Hier. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Für viele ist es schwer, da draußen nicht die Hoffnung zu verlieren. Ein alter Freund sagte mir, es könne den Tod abwenden. Zumindest für kurze Zeit. Und solltest du sonst noch was für deine Ausflüge brauchen? Dann komm vorbei. Ace hat ihren Laden da drüben. Wir beide haben jede Menge nützliche Kostbarkeiten. Aber dieses Stück hier gebe ich dir kostenlos. Pass gut darauf auf. Eins noch. Alan, Commander Ford, weiß mehr über die Insel, als sie preisgeben will. Frag sie nach dem Gründer von Station 13. Sie wird dir den Weg weisen. Hey, es ist schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sprich doch mit Alan. Sie will dir sicher persönlich danken. Vielleicht taucht Les ja doch noch auf. So einen Kampf hatte ich schon lange nicht mehr. Das war eine großartige Leistung. Wir sind ein gutes Team. Ich bin froh, dass Sie den Reaktor wieder einschalten konnten. Reggie hat Ihnen also ein Drachenherz gegeben. Ah, er würde dieses Artefakt nicht so leichtfertig hergeben. Er muss einen guten Grund haben. Ja, seine Notizen würden sich wohl als nützlich erweisen. Nun gut. Reggie gibt sich wie ein alter Narr, aber sein Urteilsvermögen ist hervorragend. Sie haben sich bewährt, Fremdling. Ich bin bereit, Ihnen nach draußen zu helfen. Sie werden da draußen ohne Hilfe aber nicht lange durchhalten. Gehen Sie runter, um mit Riggs und McCabe zu sprechen. Sie werden Ihre Ausrüstung verbessern. Kehren Sie danach zu mir zurück. Hey du, danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet hast. Ford meinte, wir sollten dich für die Stadt klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah, vielleicht können wir deine alte Klinge doch noch verwenden. Lass mal sehen. Okay. Hey, schon viel besser. Oh, und nimm das hier. Das Material ist nicht das stärkste, aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also, so ist es stabiler. Jede Verbesserung hilft.
Wir haben zwar nicht viel, aber du hast uns geholfen. Jetzt helfen wir dir. Schau jederzeit vorbei, wenn du deine Waffen aufwerten willst. McCabe da drüben wird dir mit deiner Rüstung helfen. Mit ihr solltest du nur über die Arbeit reden. Ach, weißt du, sie redet nicht gern mit Leuten. Du bist also der Streuner, von dem Ford erzählt hat. Ich soll dich für die Stadt ausrüsten. Echt sinnlos, die guten Teile einfach so zu vergeuden. Offenbar genügt es Commander Ford, wenn man ein paar Sargkreaturen getötet hat. Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich ihr was erzählen. Ich bin McCabe. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Ich bin kein Altmetallhändler, klar? Ich arbeite nicht mit Müll. Na, dann ist gut. Dann lass mal sehen, was du hast. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mache ich mehr. Für einen Preis. Geh jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Ja, ja. Wir sind hier fertig. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird ihnen auf ihrem Weg helfen. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Nun, wir haben keine Wahl mehr. Sie haben schließlich ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt Ihnen die Ehre. Hier, im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie dort den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Oh, danken Sie mir nicht zu früh. Der Schlüssel kann nur für das Terminal unten verwendet werden. Ich hatte zuvor nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Dieses rote Auge ist jetzt womöglich unser einziges Tor in die Welt da draußen. Sie wollen hier raus? Das ist Ihre Chance. Vor mir war mein Großvater der Commander. Er wird als Gründer von Station 13 gesehen. Als die Saat zum ersten Mal angriff, brachte er alle in die Station. Er war fest entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich kehrte er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist.
Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Wenn Sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie, ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden. Aber Sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück.